Willkommen zu diesem Video. Heute sind wir mit dem Einsender Marc Blume unterwegs. Er arbeitet bei der Autobahnmeisterei und ist daher häufig mit nicht funktionierenden Rettungsgassen konfrontiert. Wir haben zwei Situationen heute, eine Anfahrt in Polizeibegleitung und eine Anfahrt alleine zu einer Unfallstelle. Einige kennen vielleicht Teile des Videos, aber es kann niemals genug auf Rettungsgasse aufmerksam gemacht werden. Teilt und verbreitet dieses Video gerne weiter. Und jetzt rein in den Horror. Oh, jetzt geht's aber. Aber die sind giftig, die sind richtig spießig. Ja, haben wir auch recht. Kann ich dir jetzt nicht helfen. Er macht Fotos. Ja. Er macht Fotos. Aber dann müsst ihr von allen Fotos machen. Ja, er ist jetzt losgegangen, hat überall das nochmal schön fotografiert. Dann lässt er abschrauben. Weil die müssen das ja auch nicht dokumentieren. Ne? Ja. Dass hier fotografiert und dann wohl auch geahndet wird, das müsste meiner Meinung nach viel, viel häufiger passieren. Und eigentlich bräuchten wir zwingend die rechtlichen Rahmenbedingungen, die es Einsatzfahrzeugen wie Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr ermöglichen würde, entsprechende Kamerasysteme anzubringen, die entsprechend so angelegt sind, damit diese Verstöße hier auch mal geahndet werden können. Das ist meiner Meinung nach neben höheren Bußgeldern der einzige Weg, wie man diese Sache hier in den Griff bekommen könnte. Es muss sich rumsprechen und es muss abschreckende Wirkung aufbauen. Das verstehe ich jetzt auch nicht, warum er hier weiter nach vorne zieht, weißt du? Schön gerade. Das ist das Problem bei der Rettungsgasse, dass gesagt wird, du darfst nicht recht über den weißen Strich rüber. In anderen Ländern heißt es, du sollst ganz nach rechts rüber, damit hier die Rettungsgasse frei bleibt. Ja, das Problem sind die LKWs auf der zweiten und dritten Spur. Ja. Das ist das Problem. Zu der Aussage, dass man nicht über die durchgezogene Linie bzw. auf den Seitenstreifen darf, werde ich später im Video noch was sagen. Ansonsten ist das hier natürlich absolut verheerend, dass auf allen drei Spuren LKW sind. Wir sehen ja selbst, das Polizeiauto kommt überhaupt nicht durch. Wir stellen uns mal vor, hier muss ein Rettungswagen durch, der breiter ist, oder im Worst Case die Feuerwehr, eingeklemmte Personen oder brennendes Auto. Wie unfassbar viel Zeit hier verloren gehen würde. Schuster. Schlägt er noch.
Dann da vorne ist ein LKW-Unfall. Ja, siehst du, der Bücher fährt nur nach rechts rüber. Bücher. Und das, was wir da vorne jetzt sehen, macht mich in dieser Situation ganz besonders fassungslos. Das Polizeiauto, was hier den Marc Blume eskortiert, ist nicht das erste Auto, was durch den Stau fährt, sondern da sind schon vorher Polizeiautos durchgefahren. Das heißt, diese nicht vorhandene katastrophale Rettungsgasse wurde nachträglich wieder zugefahren, nachdem da schon Fahrzeuge durchgefahren sind. Situationen wie diese hier sind leider kein Einzelfall, sondern noch viel zu oft gängige Praxis. Hier ist der Einsender Marc Blume mit der Autobahnmeisterei auf der Anfahrt zu einer Unfallstelle. Sie sind hier mit mehreren Fahrzeugen unterwegs und unten rechts ist die Uhrzeit eingeblendet. Die ist relativ wichtig. Wir achten da mal drauf, wie lange das alles dauert. Die Anfahrtsstrecke hier ist insgesamt ein bisschen weniger als 8 Kilometer lang. Ich werde das hier mal ausschnittsweise zeigen mit den schlimmsten Stellen, aber damit starten wir jetzt rein. Auch wenn ja viele immer wieder sagen, dass das mit den Rettungsgassen heute vielleicht schon besser funktioniert als vor 5 bis 10 Jahren, das könnte durchaus auch stimmen, der Meinung bin ich auch. Aber solange es immer wieder so katastrophale Ausfälle gibt wie in diesem Video, bin ich der Meinung, wie ich schon zu Videobeginn gesagt hatte, Bußgelder sind zu niedrig, die Kontrolldichte ist zu niedrig, es muss eine abschreckende Wirkung haben, zwingend. Und es müsste, auch wenn schon extrem viel aufgeklärt wird, immer noch mehr aufgeklärt werden. Weil meiner Meinung nach gibt es keinen anderen Grund außer Unwissen und fehlende Abschreckung, die zu diesem Fehlverhalten hier führt. Es gibt immer sehr viele Diskussionen und verschiedene Meinungen, ob man den Seitenstreifen zum Bilden einer Rettungsgasse befahren darf oder nicht. Meine Meinung ist diesbezüglich ziemlich klar. Wenn das platzmäßig zum Bilden einer Rettungsgasse erforderlich ist, dann ist es immer besser, den Seitenstreifen ein Stück mitzubenutzen, wenn die Alternative dazu eine schlechte Rettungsgasse ist. Nur mal ein kleines Beispiel, eine zweispurige Autobahn ist 7,5 Meter breit, ein LKW, der an der weißen Linie fährt, nimmt mit Außenspiegeln ungefähr 2,8 Meter weg, ein Sprinter auf der linken Spur nimmt ungefähr 2,1 Meter weg. Dann bleibt für die Rettungsgasse in der Mitte noch 2,6 Meter Platz übrig. Eine Rettungsgasse ist aber erst dann gut, wenn die Einsatzkräfte sicher und zügig vorankommen können. Das ist bei 2,6 Metern nicht gegeben. Mit dem Auto geht das vielleicht noch, so ein großes Feuerwehrauto mit Außenspiegel, was mit Außenspiegel schon breiter ist als diese 2,6 Meter. Ihr merkt selber, das kann nicht funktionieren. Und ihr werdet auch niemals Einsatzkräfte erleben, die sagen, oh, das Auto hat den Seitenstreifen mitbenutzt, darum bin ich jetzt 20 Sekunden zu früh zum Einsatz gekommen. Niemals wird das passieren. Fahrt platzmäßig immer so, dass eine gute Rettungsgasse dabei rauskommt. Und wenn es denn mal erforderlich ist, dafür ein Stück Seitenstreifen mitzubenutzen, das trifft ja vor allem immer erst die LKW-Fahrer, ja, dann ist es halt so. Aber eine schlechte Rettungsgasse als Alternative ist keine Alternative. So blöd, Mann, fahr weg! Und was auch ein großes Problem ist, ist, dass die Leute durchaus wissen, wie man eine Rettungsgasse bildet,
aber immer erst damit anfangen, wenn sie Einsatzfahrzeuge im Rückspiegel sehen. Aber dann ist es einfach zu spät und es geht einfach viel zu viel Zeit verloren. Wenn Stau ist, muss immer unverzüglich sofort ohne Ausnahme eine Rettungsgasse gebildet werden. Wichtig ist es auch immer einen gewissen Rangierabstand einzuhalten und nicht Stoßstange an Stoßstange zu stehen. Gut ist es dafür natürlich auch, wenn man im Auto sitzt und nicht wie er hier neben dem Auto steht. Und hier sind wir jetzt schon 18 Minuten unterwegs und haben die 7,5 Kilometer immer noch nicht geschafft. Und das, obwohl zwischendurch sogar immer noch freie Stücken drin gewesen sind. Am Ende soll die Anfahrt für die ungefähr 7,5 bis 8 Kilometer hier 20 Minuten gedauert haben. Das ist ein Durchschnittstempo von um die 20 km/h. Und das mag sich jeder mal selbst ausmalen. Wie viel Zeit man hier hätte sparen können. Ich bin der Meinung, es hätte 10 Minuten schneller gehen können. Und wenn hier wirklich mal Feuerwehrfahrzeuge durchfahren, da ist eine eingeklemmte Person, ein brennendes Auto, das ist so unfassbar viel Zeit, die am Ende dann für die Ersthilfe fehlt. Bildet eine Rettungsgasse, ihr rettet damit Leben. Ja, ich höre. 146,5 ist der Unfall. Alles klar.